Hey, was geht ab? Ich bin's wieder, Matthias, und heute habe ich ein Gerät hier, was ich euch mal gerne zeigen möchte. Und ich probiere es auch einfach mal zum ersten Mal aus. Ihr seht hier den Nicer Dicer, das ist der Nicer Dicer. Ich habe ja noch die Packung, zeige ich euch mal. Das ist der Nicer Dicer Fusion. Und was kann das Gerät? Wie ihr hier seht, sind verschiedene Aufsätze dabei. Und man kann damit wirklich würfeln, fitteln, Gemüse einfach ganz schnell zerkleinern. Und was ich ziemlich cool finde, und ich probiere es jetzt aus, ich habe es davor noch nie getestet, habe extra ein paar frische Zutaten gekauft und dachte mir, wir zaubern mal in wirklich einer hohen Geschwindigkeit ein geiles Gericht. Also was habe ich denn eingekauft? Ich habe einfach ein bisschen, wir machen sozusagen Ratatouille. Also es ist ja in erster Linie, gibt es da verschiedene Aufsätze. Das seht ihr zum Beispiel hier, haben wir jetzt ganz kleine Würfel und so ein bisschen größere Würfel, wo ihr dann durchjagen könnt. Hier. Also das kann man in die Spülmaschine werfen und so, das ist gar kein Problem. Und dazu haben wir dann auch noch so einen Deckel, den brauchen wir später bei dem Gericht, das zeige ich euch dann warum. Gut, das könnt ihr dann ganz cool verschließen und theoretisch macht man ja in der Regel Salat oder sowas. Da könnt ihr einfach ganz cool Salate machen, alles schneiden, habt ihr schon verpackt, in den Kühlschrank stellen, Dressing separat zum Beispiel und dann einfach beim Picknick oder wo ihr seid, nehmt euch das Dressing, nehmt euch den Salat und dann kennt man ja auch von manchen Fastfoodketten dieses System, schließen, schütteln. Habt ihr einen perfekt angemachten Salat. So, jetzt nehmen wir uns mal das Gerät und jetzt testen wir das mal. Das ist wirklich der erste Test, den ich hier durchziehe. Also ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert, aber es sieht ja immer ein bisschen anders aus, wie es dann in Wirklichkeit ist. Gucken wir mal, wie wir hier mit mir anfangen. Das ist wirklich ein Test, deswegen müssen wir mal hier ein bisschen Piano vorgehen. Wir nehmen uns mal eine Zucchini. Ich muss mir das jetzt auch mal reinziehen, was jetzt passiert. Okay, seid ihr denn bereit? Okay. Ganz cool geworden. Sind alle? Ist richtig cool. Also es ist echt ein schönes. Wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller machen. Ich mal gucken, ob das dann auch noch Sinn ergibt. So. Hey, das ist echt mega easy. Also ich dachte immer, dass es nur im Fernsehen so aussieht. Man spart echt Zeit. Wir haben super feine Würfel von der Zucchini. Also wirklich in einer Höchstgeschwindigkeit, die ja wirklich ihresgleichen sucht. So, jetzt haben wir hier unsere Paprika, also auch einfach genauso reinschmeißen. Und ihr seht, es geht genauso einfach, also mega easy. Einfach runterdrücken. Gucken wir mal, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen stärker. Ja, hat aber geklappt. Warte, jetzt nochmal. So, haben wir durch. Karotte ist fertig, gucken wir mal. Auch perfekt. Das ist richtig geil. Bei der Aubergine macht ihr einfach so immer so ein bisschen von der Haut weg, weil das sieht immer ganz gut aus, wenn noch ein bisschen da ist. Ja, die ist jetzt ein bisschen zu groß, aber timen wir es mal. Ah, hier macht ihr dann später, wenn ihr es sauber machen wollt, könnt ihr so drücken, seht ihr das? Kommt so der Rest raus. Bis jetzt mal. Mega easy. Jetzt nehmen wir so Tomate. Schütteln das mal alles. Guckt euch das mal an, was wir hier haben. Was da so drin ist, Alter. Da kann man ja wirklich schon eine ganze Company das durchziehen. Tomate. Bisschen schwerer, einfach ein bisschen mehr Druck. Was ich geil finde, ist auch, dass man gar keinen Dreck hat. Hier ist ja echt nur das Brett und keine Schüsseln irgendwie so tausendmal. Hier fliegt nichts rum, nichts fällt auf den Boden. Zwiebel. Geil. So, was geht ab? Wir haben jetzt das ganze Gemüse klein geschnitten. Ihr seht hier wirklich schöne, feine Würfel, die wir hier haben. Geben guten Schuss Öl rein. So ein Esslöffel, zwei Esslöffel, ja. Das braucht ein bisschen Power jetzt. Und natürlich, ich mache jetzt wirklich für eine Person so ein, zwei Personen das Ratatouille. Deswegen das Gemüse könnt ihr super einfach mit der Tupperbox verschließen, Kühlschrank stellen, zwei, drei Tage, gar kein Problem. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Knoblauch, kommt noch mit rein, es gibt so ein bisschen Power einfach. Perfekt. Ihr wartet einfach, bis der Knoblauch so ein bisschen Farbe bekommt, aber das passt schon. Jetzt haben wir hier die Zwiebeln, Zucchini, Aubergine, alles, was Karotte, alles, was ihr gesehen habt, kommt mit in die Pfanne. Oh, es riecht jetzt schon super nach Knoblauch hier. Hier haben wir unser Ratatouille. Shaken wir einfach kurz durch.
Jetzt fangen wir auch an zu würzen. Nehmen wir uns Salz. Aber ordentlich. Pfeffer ist wichtig. Braucht richtig Power, ja. Einen schönen Spritzer Tomatenmark rein. Tomatenmark hat viel Säure, viel Geschmack. Und gibt dem Ganzen auch eine schöne Farbe, ja. Und das Wichtigste beim Ratatouille, was ich euch sage, ist, dass es Biss hat. Also es muss wirklich nach was schmecken. Schuss Zitrone gibt dem Ganzen noch ein bisschen Frische. Ich habe vorher noch ein bisschen Wassermelone im Kühlschrank gefunden. Also könnt ihr auch super jetzt gerade zu der Jahreszeit kaufen. Einfach mit reingeben, ja, ein bisschen Wassermelone, viel Flüssigkeit auch. Und geben unser Ratatouille einfach hier drüben rein. Einfach Pute habe ich genommen, fein runtergeschnitten. Ja, das kommt jetzt einfach hier in die Pfanne. Volle Power. Bisschen Olivenöl dran, dass es auch wirklich noch ein bisschen Feuchtigkeit bekommt. Einfach so ein bisschen drüber rum und so. Richtig geil. Und jetzt nehmen wir uns unser Fleisch hier raus. Ja. Halbieren das einfach. Ist noch schön saftig, wie ihr seht. Ja. Wirklich schön gebraten. Ihr merkt, wie der Saft das noch austritt. Und könnt es hier so wirklich mit reinsetzen. Bisschen von dem Brot noch drum rum. So. Können Sie einfach mal auf einer großen Platte machen. Für ein paar Freunde, ihr seht, wie schnell sowas geht, auch vor allem mit dem Nicer, da ist dann einfach alles durchjagen. Und perfekt, ihr nehmt einfach eine Scheibe Brot. Ja, könnt euch dann hier so super auf die Gäste, die dann kommen, einfach so ein bisschen Ratatouille nehmen. Ganz easy, so fingerfoodmäßig. Guten Appetit. Das ist richtig lecker. Gerade mit dem Fleisch und mit der Säure von dem Tomatenmark und noch ein bisschen von der Zitrone. Habt ihr echt verschiedenen Geschmack hier. Und ich muss sagen, die Wassermelone passt perfekt. Richtig geil. Ich habe euch mal einen Link reingefügt von dem Gerät, falls ihr euch so eins zulegen wollt oder einfach mal gucken wollt, wie das so funktioniert. Ich genieße das jetzt hier. Ich hoffe, euch hat das Gericht gefallen. Ihr könnt es zu Hause nachkochen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schreibt mal in die Kommentare, auf welches Gericht ihr noch so Bock habt. Abonniert meinen YouTube-Kanal, folgt mir auf Facebook, Instagram, worauf ihr halt Lust habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao!